Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Avatar Frontiers of Pandora. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Es geht weiter und direkt am Anfang werden wir erstmal hier das gute alte Jagdbuch lesen. Das haben wir ja noch nicht gelesen beim letzten Mal. Und komischerweise beim letzten Mal stand der Salbeipilz, glaube ich, hier rechts. Warum hat sich das jetzt verändert? Was ist das? Naja, okay, fangen wir mal an mit dem Sturmhimmel-Bambustriebe. Die Langsprossen dieser Pflanze sind ein exzellentes Werkmaterial. Die Sturmhimmel-Bambus ist eine purpurne, schnellwüchsige Pflanze. Sie wächst in hohlen, gewölbten Segmenten, die durch holzige Knotenringe getrennt werden. Je älter und größer das Rohr, desto unregelmäßiger und ausgeprägt dieser Wuchs. Wisst ihr Bescheid? Haben wir den Drachenpilz, der sieht ja wunderschön aus. Gott, oh Gott, oh Gott. Drachenpilz. Dieser Pilz spuckt giftige Sporen in bestimmten Intervallen aus. Navi-Name Dixam. Taxonomie Ignis Gasteromycete. Feuerbauchpilz. Der Drachenpilz ist ein eiförmiger Bauchpilz, der in einer Vielzahl an Klimata in ganz Pandora wächst und größtenteils aus einem magenähnlichen Sacke besteht, in dessen Inneren sich Sporen bilden, bevor sie in einer dicken Wolke gewaltsam ausgestoßen werden. Sein charakteristischer gelber Sack ist mit drahtigen roten Ranken bedeckt, die um seinen Körper herum wachsen, wenn er reift. Diese Ranken packen den Pilz in regelmäßigen Abständen und veranlassen so den Sporenauswurf. Der Drachenpilz ist äußerst anpassungsfähig und wächst frei an Lianen und Baumstämmen, sowie auf vermoderndem Holz und sogar an Höhlenwänden. Er benötigt zum Gedeihen lediglich feuchte Bedingungen. Der Drachenpilz wird von den einheimischen Navi als wütende Pflanze betrachtet und von Wildtieren weitgehend gemieden. Die von ihm freigesetzten Sporenwolken verursachen Reizungen an Haut, Lunge und Augen und können junge oder gebrechliche Lebewesen krank machen. Das ist ja nicht so gut. Bei den Aranahe wird sein Name als Slang für eine Person verwendet, die grausam oder boshaft redet. Ah ja. Dann haben wir noch den Salbeipilz. Auf dem Stiel des Salbeipilzes sitzt eine dreilappige gekräuselte Kappe. Der gestielte Salbeipilz wächst in Höhlen aus weit verzweigten Wurzelstrukturen und besteht aus einem dreilappigen, gekräuselten Kopf. Er hat eine blaue oder türkise Farbe und wird von den Navi sehr geschätzt. Der Salbeipilz gilt als schmackhafter Pilz mit fleischiger Textur. Pilze sind die Fruchtkörper eines Myzels, das kennen wir schon, das brauchen wir nicht weiter vorlesen. Gut. Okay, wir können mal wieder Nahrung essen, sehe ich gerade. Wir sind ziemlich platti-platt-Mann. So, und dann können wir doch nochmal hier ein bisschen nach die Questies gucken, wa? Ein bisschen nach den Questies gucken. Wir müssen das mal holen. Er ist in der Nähe des Heilkreises. Okay. Wollen wir das doch mal machen, oder? Wo sind wir gerade? Wir sind da unten. Ja, aber dann würde ich doch mal sagen, gehen wir da doch mal ganz fix hin. Da haben wir auch noch eine andere Quest zu erfüllen. Weil wir müssen ja noch ein bisschen weiter questen, um stärker und besser zu werden. Das ist ja besonders wichtig. Weil ansonsten, haben wir ein Problem. So. Dann wollen wir doch mal zu dem Heilkreis gehen. Ups. So, da vorne ist er schon, der Kollege. Einen wunderschönen guten Tag. Moin. Ich sehe ein starkes Band zwischen dir und Etu. Ja, wir haben viel zusammen durchgemacht. Der Tod verbindet uns alle. Vor allem, wenn man ihm gemeinsam gegenübersteht. Etu braucht dich jetzt. Ist er okay? Ja, körperlich. Doch seine Seele leidet. Seine Ikran zu verlieren, ist unvergleichlich kummervoll. Etu lebt stets im Augenblick. Nun muss er innehalten und Verantwortung übernehmen. Das mag er nicht. Kann ich ihm helfen? Er hat mir geholfen. Ich will mich gern revanchieren. Nur Etu weiß, wie er sich von Somme verabschieden kann. Deine neue Ikran-Bindung zeigt ihm vielleicht, dass es Zeit ist, loszulassen. Ihr könntet es gemeinsam tun. Das wäre mir eine Ehre. Gut. Die Jäger wispern,
Etu verbringt viel Zeit an dem Ort, an dem Somei starb. Dort findest du ihn wahrscheinlich. Nanu, was ist da gerade geflogen? Irgendwas ist da gerade weggeflogen. Finde Etu und sprich mit ihm über seinen Kummer. Ja, das ist natürlich auch hart, ne? Ikran zu verlieren ist schon eine richtig blöde Geschichte. So, dann können wir aber das hier auch noch gleich mit annehmen. Die Kinglaw kehren langsam in den Wald zurück, doch noch halten sie sich zu viel im Heimatbaum auf. Sprich mit Etuwa im Kinglaw-Nest des Heimatbaums. Das werden wir natürlich auch noch annehmen. Da dürfen wir einmal die Etage hoch. Ganz oben im Kinglaw-Nest. Ich bin falsch gelaufen. Ne, wir wollen natürlich besser werden, weil wir haben ja noch ein bisschen was zu tun hier, ne? Wir sind gerade Level 8. Das ist noch nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber was mich so ein bisschen wundert ist, wartet mal. Warte mal, was? Einige der ausgerüsteten Objekte liegen unter der empfohlenen Stufe für den Inhalt, den du spielst. Ja, aber da kann ich ja nichts für, oder was? Ja, ist klar, dass das alles super schlecht ist. Aber was soll ich denn machen, Freunde? Was soll ich denn machen? So. Die ist ja ganz oben, ne? Die ist ja ganz oben. Kennst du die Geschichte des Färbers und des Spinners? Ja, ich bin der Spinner. Kennst du die Geschichte des Färbers und des Spinners? Mein Name ist Gin Tonics und ich bin der Spinner. So. Da ist sie. Hola. Du bist zurück. Komm her. Es ist Zeit. Na denn? Ah, der Duft. Die süßen Kinglaw-Blumen zaubern allen ein Lächeln ins Gesicht. Eine neue Königin wurde geboren. Dank dir ist dies nicht mehr das einzige Nest. Der Wald ist bereit für die Rückkehr der Kinglaw. Doch sie brauchen Hilfe. Die neue Königin kennt nur den Heimatbaum. Ich möchte helfen, wenn sie mich lässt. Das wird sie. Stetes Herz sieht stete Flügel. Erinnerst du dich? Du musst sie nur in den Wald führen. Sie wird den Baum als ihr neues Zuhause wählen. Aber beobachte sie. Sie wird dir zeigen, wohin es geht. Meide Gefahren, vor allem Wasser. Ich werde mein Bestes tun, um sie zu beschützen. Andernfalls wird sie davonfliegen. Vielleicht sogar hierher zurück. Es sei denn, sie macht an einer Blüte Halt. Na toll. Jetzt dürfen wir die begleiten, oder was? Nimm die Kinglaw-Königin auf. Mal sehen. So, Kinglaw-Königin im Stress. Bewahre die Kinglaw-Königin vor Schaden, um ihre erfolgreiche Umsiedlung zu garantieren. Feuergefechte in der Nähe, Schwimmen, Fliegen und Reiten erhöhen die Stressbelastung. Hilft der Kinglaw-Königin, ein neues Zuhause zu finden. Es gibt einen Ruheplatz für die Kinglaw-Königin südwestlich des Heimatbaums am Jägerkap. Am Jägerkap. Okay. Ja. Und das ist wo da? Oh, das kriegen wir doch wohl hin. Ach, Sprinten ist auch... Oh. Sprinten ist auch schon Stress für die. Eieieiei. Die winzigen Himmelsmenschen. Kommt mir das so vor, oder steigt gerade der Stresspegel? In der Ebene soll es eine Pflanze geben, die wie ein Tier heult. Okay, ich muss hier erstmal raus. So, und dann laufen wir erstmal ganz entspannt. Aber was stresst sie denn?
Ihr Sprinten stresst sie, aber warum ist sie denn jetzt immer noch gestresst? Das ist doch unerhört, ist das doch. Hast du keine anderen Kleider? Da vorne müssen wir hin. Okay. Das dauert ja noch eine Zeit. Vor allen Dingen, wir sind doch so leicht benebelt. Kann das sein? Als wenn die Kingler uns irgendwie benebeln. Aber okay, wir versuchen es immer auf jeden Fall ordentlich abzugeben. Dass wir das Ziel erreichen, ohne dass sie zu doll gestresst ist und abhaut. Das Problem ist, sowas mir zu geben, ne? Also, ich meine, ich bin Jin. Also, Stress ist mein zweiter Name. Freunde. Stress ist doch mein zweiter Name. Jo. Und man sieht, sie hat auch schon Stress. Warum hat sie denn so Stress? Du bist Zarentu. Die Stress ist einfach schon direkt bei uns zu sein. So, ich bitte aber jetzt hier bitte kein Vieh vor uns zu haben oder so. Das wäre so ärgerlich. So, wir machen hier ganz langsam und vorsichtig. Bin mal gespannt, wie nachher der Baum aussieht. Oh, oh. Ah, nee, okay, das sind... Ach, Gott sei Dank. Ah, ja. Diese Farbstoffe sind gut für Farbe. Diese Farbstoffe sind gut für Farbe. Ah, ja. Hallo? Komm gern näher. Kein Grund, schüchtern zu sein. Nee, ich habe zu tun hier, Freunde. Würde ja gerne, aber ich habe zu tun. So, vorsichtig dahin bringen. Haben es bald geschafft. Das ist der Baum hier, oder? Ist der das schon? Ja, das ist er. Guckt euch das mal an. Die Kinglau-Blume. Okay, ich muss außen rumgehen. Schwimmen darf ich ja nicht. So. Setze die Kinglau-Königin ihrem neuen Zuhause ab. Wie hebe die Königin auf? Ich sehe die doch noch gar nicht. Du hast dich gestärkt. Lass uns jetzt deinen Baum finden. Das war noch nicht alles? Oh mein Gott. Wir müssen noch weitermachen? Please no. Oh, wir müssen noch ein Stück laufen. Also wir laufen jetzt hier einfach nur quer durch den Dschungel oder was? Das ist ja eine tolle Quest. So, schwimmen dürfen wir ja nicht. Deswegen ist es gut, dass wir hier rüberlaufen. Sind noch ein paar Pilze, aber die lassen wir erstmal so jetzt liegen. So, jetzt wird sie zwar ein bisschen gestresst, I know, aber wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen hier, ne? So sieht das ja aus. Wir wollen ja auch, wir laufen einfach jetzt die ganze Folge hier durch den Dschungel, der zwar wunderschön aussieht, aber das ist so ein bisschen, wenn man ja wenigstens hätte sprinten können, ne? Ohne dass sie gestresst wird.
Aber dass sie halt auch gestresst wird, das ist halt so ein bisschen, na, naja. Egal, sie ist ja gleich beim neuen Nest. Da kann sie dann sich schön wieder zu Hause fühlen und schön ihre Heimat aufbauen. So, ich hoffe nur, der ist jetzt hier. Ich ahne gleich Böses irgendwie, dass davor noch so ein Riesenvieh ist. 100 Pro. Ah, okay, ich hätte hier wohl auf den Baum sollen, wa? Dann gehen wir hier mal auf den Baum. So, ist jetzt zwar ein bisschen gestresst, I know it. Aber wir wollen ja auch ankommen. Ich muss sagen, das wird mich schon maximal nerven, ne, wenn solche Morden um mich herumfliegen die ganze Zeit. So, aber wir haben es gleich geschafft, Freunde. Wir haben es gleich geschafft. Ich wusste es. Oh, keine Schusswaffen. Schön langsam. Wir nähern uns Schritt für ja, Schritt. Du bist witzig. Ich wusste es. Ich wusste es. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben, sagt er. Zu gestresst. Jetzt schleunigst Blumen finden. Gefunden. Wir sind gleich da. Bitte. Wo lang? Da. Oh mein Gott, das war ja eine Punktlandung. Oh mein Gott. Gott sei Dank hat das geklappt. Geschafft. Viel Freude im neuen Heim. Gott sei Dank haben wir das geschafft, ey. Ach Gott. Besuche das Kinglor-Nest an der Spitze des Heimatbaums und sieh nach, ob eine neue Kinglor-Königin bereit ist. Kinglor-Kokonfaser. Oh, was ist denn das Schönes? Der Kokon, der Kinglor, der besonders wichtig für die Aranahe ist, die seine Seide zum Weben nutzt. Die Faser des Kinglor-Kokons wird aus den verlassenen Kokons der Kinglor-Morte gewonnen. Die seidige Faser wird von den Aranahe wegen ihrer Stärke, ihres Glanzes und der kulturellen Bedeutung der Kinglor selbst sehr geschätzt. Fasern sind eine Substanz, die in langen Fäden oder Strängen wächst. Die Navi sammeln viele verschiedene Pflanzen wegen ihrer unterschiedlichen Fasern, die sie je nach Beschaffenheit zum Weben und für andere Handwerkskünste verwenden. Und das ist für Taille, ne? Oh, können wir da jetzt was herstellen? Das wäre ja so nice. Das wäre ja so nice. Da gehen wir mal zum Heimatbaum zurück, wa? Da gehen wir doch mal zum Heimatbaum zurück. Und gucken, ob wir da was herstellen können, was Feines. So, jetzt können wir auch wieder sprinten, schön. So. Jawohl. Ach, wir brauchen den Zahn, ne? Wir brauchen den Zorn, Leute, den Zorn. So.
So, haben wir sonst noch was? Armschutz? Nee, aber Zahn haben wir nicht mehr, ne? Wir haben keinen Zahn mehr. Ach, Mann, ey. Nee, das brauchen wir ja nicht. Aber das hier ist halt ganz gut, ne? Und was brauchen wir hier nochmal für? Eine Muschel und eine Schuppenrinde. Hier, wir brauchen auf jeden Fall einen Zahn. Einen Zahn. Warte mal, was brauchen wir hier nochmal? Einen Bast brauchen wir hier noch. Okay. Einen Bast brauchen wir hier noch. Das ist alles nicht in so guter Qualität, ne? Schitte. Ne, wir bräuchten, wenn bräuchten wir noch ein Zähnchen. Wenn bräuchten wir noch ein Zähnchen. So, dann machen wir aber mal als nächstes mal das hier. Der Schimmergipfel und Flickerhöhle. Okay, ja, dann wollen wir doch mal da jetzt hin. Vielleicht treffen wir ja noch unterwegs noch mal ein paar Tierchen. Ich meine, am liebsten hätte ich ja die jetzt gerade genommen, die uns da quasi, also die wir dort getroffen haben. Das Problem ist ja aber, wir hatten ja eine Kinglore vor uns. Das war ja so ein bisschen ärgerlich. Da bist du ja. Und wir müssen wieder was essen. So, dann wollen wir doch mal da zu dem Etu fliegen. Ja, der ist auf jeden Fall sehr traurig wegen seiner Ikran. Kann man ja auch verstehen, ne? Ist schon hardcore. Och, wie schön das schon wieder aussieht, Leute. Wie wunderschön das schon wieder aussieht, Leute. Oh Gott, ich dachte, ich wäre gerade runtergefallen. Oh. War das gerade eine Kinglore? Na gut. Oh Gott. Amai landet einfach komisch. Naja, okay, wir reden mal mit Etu. Der ist, glaube ich, nicht so gut gelaunt. Elanai. Was führt dich her? Ich suche nach dir. Gai meinte, du bist hier. In meiner Einsamkeit bringt mir dieser Ort Schmerzen und Linderung. Gibt es einen Ort mit schöneren Erinnerungen an Somme? Nach der Jagd rasteten wir stets am Aussichtspunkt der Jäger. Somme streckte sich und wollte Leckereien. Der Blick von dort, Elanai. Oh... Zeig ihn mir. Wir können uns von ihr verabschieden. Ich weiß, was du da versuchst. Nun gut. Ich akzeptiere dich als Begleiter auf meiner letzten Reise für Somme. Du bist mir immer einen Schritt voraus, Etu. Wofür hast du dich entschieden? Ich denke nur daran, wie feiere ich ihr Leben und ehre ihren Tod. Ich habe eine Idee. Schicksalsfrüchte sind scharf und stark wie Somme. Bring mir welche. Ich will die Samen verwenden. Ich werde mich vorbereiten und dich am Aussichtspunkt treffen. Flieg über die Wasserfälle und an den Bögen vorbei. Folge dem Fluss bis zur Steinsäule. Wo gibt es Schicksalsfrüchte? Die Frucht hängt unter den großen Blättern, die deinen Fall dämpfen. Spring und sammle sie auf dem Weg nach unten. Klingt nicht so einfach. Ich glaube an dich, Elanai. Du bist schon unter schlimmeren Umständen gesprungen.
Okay. Schicksalsfrucht muss von ausgezeichneter Qualität sein. Ach du meine Güte. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Wir kommen wirklich nur schleppend voran, ne? Obwohl, haben wir das vielleicht im Dings? Wir gehen nochmal zum Heimatbaum eben schnell. Vielleicht haben wir es im Lager. Aber würde mich jetzt ehrlich gesagt wundern. Schicksalsfrucht ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Mr. Burns. So. Muss von ausgezeichneter Qualität sein. Das ist natürlich echt eine miese Geschichte, ne? Zieh dich ruhig um. Nehmen wir das auf jeden Fall mit hier. Zack. So, aber sonst hat er das schon mal nicht. Nutzt das gut. Wir sind keine zankenden Seswa. Das sollte Etua wissen. Was benötigst du? Hallo, was hast du noch so? Nichts so Gutes, wa? Nee, das ist alles ein bisschen, das ist alles ein bisschen blöd. Ich sehe die Himmelsmenschen fliehen vor Angst. Aber werd nicht übermütig. Beerenfrucht, frische Zakumilch. Schicksalsfrucht. Wir haben sie, Gott sei Dank. Etu ist bei dem Schimmerpfad. Okay, wir gucken mal, wo das ist. Zack. Boah, sag mal, da sind wir. Ich sag mal, da müssen wir aber noch mal ein weites Stückchen fliegen, wa? Junge, die. Wasserfall-Feldlabor. Dann wollen wir da noch mal hin. Machen wir da noch mal eine schnelle Reise. Ja, das ist eine lange Reise, wa? So. Oh, wo bist du? Weil ich gerade im Haus stand, konnte sie nicht... What? Also, naja. Okay, lassen wir einfach mal so stehen, ja? Hä? Ach, das habe ich nicht gesehen, wa? Ja, wir hätten auch gerade einen Zahn holen können, das stimmt, aber... Aber es ist ja dunkel. Da habe ich ein bisschen Schiss irgendwie. Weil da sehen wir so schlecht und unser Aim ist ja jetzt auch nicht gerade das allerbeste. Deswegen das alles eher so, na, nicht ganz so schön. So. Hallo Etu, da sind wir. Mein Freund, mein Herz ist schwer, aber du bringst mir Freude. Alles für dich und Somme. Hier sind die Früchte, die du wolltest. Ich nehme die Samen. Sie symbolisieren neues Leben für den Beginn deiner Reise und das Ende meiner Reise mit Somme. Aber mir fehlen die Worte. Lass dein Herz sprechen. Ja. Will er sich jetzt verabschieden? Was macht er? Okay, er versucht die Frucht zu knacken oder auszudrücken? Ich weiß es nicht genau. Jetzt steckte sie sich hinten in den Ass. Ich denke, Somi gemeinsam mit Etu. Diese Samen stehen für neues Leben. Neue Bindungen. Die Sonne wird sie wärmen, der Regen nähren.
Mögen sie so stark sein wie unser Band, Somme. Deine Stille wird stets in meinem Herzen wohnen, Somme. Ein überstürzter Geist kann leichtsinnig sein. Vergib mir. Flieg mit Awa. Das hat er schön gesagt. Sprich mit Etu. Ich bin froh, dass wir Somme gemeinsam gedenken konnten. Mein Herz ist leichter, aber die Reise ist lang. Irgendwann werde ich mich vielleicht erneut binden und mit dir fliegen. Ist das die beste Panzerung, die du finden konntest? Hä? Angst ist schnell. Warum die beste Panzerung? What? Langsam. What? Was wollte er gerade von mir? Okay, also hier habe ich auf jeden Fall was Neues. Eine neue Mod habe ich bekommen. Die gar nicht mal so gut ist. Hä? Ist das nicht gleich? Solandra-Harnisch. Okay, nehmen wir das einfach mal. Aber wir haben wieder nichts bekommen, um uns zu verbessern. Es ist so bitter, ne? Es ist so bitter. Und wir haben sie... Wir haben sie trotzdem noch? Wir haben sie ihm noch gebracht, oder nicht? Ach, naja, was soll's. Wir haben ihm das gebracht. Er hat das eigentlich ausgedrückt. Egal. So, durchsuchen wir nochmal einen Rebenpilz, haben wir bekommen. Gut, dann würde ich doch mal sagen, wir beenden hier an dieser Stelle die Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, köstliche Grüße. Dein Gin Tonics. Ciao. Etua hat nicht Unrecht.